Hallihallo, Hallöchen, wir sind bereit, den Graf Dracula in den Arsch zu treten. ja, das war eine sehr schöne Begrüßung für diesen Part, ich weiß. Und ich habe ihn mit voller Würde ausgesprochen, habe natürlich kein bisschen Würde dadurch verloren. nein. Und voller Achtung vor dem Grafen gehen wir jetzt zu ihm hin. Wow, großer Turm. Junge, du musst ein bisschen mehr Kreislauftraining im Fitnessstudio machen. Abgeschlossen. Ich frag mich, ob gruselige Grafen ihre Ersatzschlüssel da verstecken, wo es alle machen. Na, was sagt man dazu? Genau wie normale Leute. Hey, entschuldige mal, du Koloss, aber du stehst mir im Licht. Also, es gibt keinen Grund, gleich so gereizt zu reagieren. Hören Sie, ich glaube, meine Mutter ruft mich zum Essen. Ich muss los. Nun, willkommen auf meinem Schloss. Wollt ihr nicht reinkommen und es euch gemütlich machen? Nein, danke, Doc. Aber ich komme ganz bestimmt nächstes Halloween nochmal vorbei. Oder dann bleiben wir wohl doch. Okay, ein bisschen Spaß mit den Grafen. Okay, was ist der Plan? Hier ist ein Sarg. Ist wow. Okay. Ach, der Graf wirft Platten? Auf Platten zu werfen, Graf. Und wenn, dann wirf sie hier hin. Oh, komm schon. Jetzt werde ich dich zerquetschen. Ja, meinst du? Komm, werf mal hier hin. Ja, bringt auch nichts. Was war das denn? Ein Fail. Aua. Ich muss mal die Taktik herausfinden. Whoops. So. Das ist ein sehr schönes Hobby. Wie mache ich das? Jetzt werde ich dich zerquetschen. Lass mich mal kurz überlegen. Jetzt werde ich dich zerquetschen. Jetzt werde ich dich zerquetschen. Dann eben nicht. Wie macht man den denn? Der muss irgendwie hier seine Platten draufschmeißen. Jetzt werde ich dich zerquetschen. Jetzt werde ich dich zerquetschen. Oh. Wow. Jetzt hat der erstmal so ein Ding kaputt gemacht. Sowas macht man doch nicht. Dann lasse ich mal hier hoch. Und Tess, er scheint sich bewegen zu lassen, das ist gut. Boom. Ach, die müssen da drauf, okay. Ach, komm schon. Drauf. Zack. Oh. Nein, tu das nicht. So, okay. Was zum? Der wehrt mich ab. Der wehrt mich echt ab. Okay, wenn du meinst. Und was jetzt? Oh, er greift dann. Haha. So. Was war das denn? Ist er gegen die Wand geflogen? Ah, da ist er ja. Ha, du kannst mich nicht aufhalten. Klack. Nein! Tut das nicht! Was ist er denn?
Wo ist er denn jetzt hier gewesen? Ach, nee. Ich werde dir das Blut aussaugen. Naja, versuch's. Jausch. Ach, dann komm schon her. Komm schon her, alter Graf Dracula. Hallo? Wenn er keine Lust hat. Wow! Und zack. Graf, es ist fast mit dir jetzt vorbei, das weißt du, ne? Ey. Zack. Nein! So, wo ist denn das letzte? Ach da. Okay, jetzt will er es noch nicht. Jetzt vielleicht? Aha, jetzt hat er nichts mehr dagegen. Okay, er hat doch was dagegen. Wie sieht's jetzt aus? Warum kann Max sich nicht fair? Wow. Er will mich beißen. Nein. Na, was machst du da, du Alter? Hey, warum? Stell dich richtig hin, Tess. Richtig hin. So, dann komm mal jetzt weg hier. Mach irgendwas Tolles mit deinen Armen. So. So. Tja, du kannst mich nicht aufhalten. Die Gargoyle-Statuen gehören jetzt uns. Zack. Na. Schieb's, Tess. Schieb's so, wie du es noch nie geschoben hast. So. Das Zeitjuwel. Und jetzt? Essen. Heute ist der große Tag, Kumpel. Wir kriegen endlich den magischen Stein in die Finger. Granny wird sein zufrieden. Tess jetzt nach Hause. Das hätte ich selbst nicht besser formulieren können. Warte! Hey! Warte doch mal! Lass mich nicht hier bei diesem blutrünstigen Grafen. Ich bin zu jung zum Sterben. Und zu gut auch für ihn. Hey, kommt schon! Wer hatte diesen Auftritt gebucht? Ich will auf der Stelle meinen Agenten sprechen. Hallo, Jungs. Schön, dass ihr mal reinschaut. Tizzy! Gut gemacht. Ich gratuliere, Mr. Bunny. Du und mein Tizzy-Bärchen haben das kostbare Herz des Zeitregulierers, das Zeitjuwel, zurückgebracht. Ausgezeichnet. Wir sollten nicht noch mehr Zeit verlieren. Stellen wir es wieder dahin, wo es hingehört, oben auf den Zeitregulierer. Komm schon, Tess, fass mal mit an. Na, zack. Wow. Das werden Sie mir büßen. Ich. Guten Abend. Na, du bist aber eine lecker aussehende Ente. Ehrlich gesagt bin ich sehr fetthaltig und äußerst cholesterinhaltig. Alles wird wieder verschlossen und alle werden wieder zurückgeschickt in ihre Zeit. Wow, schicke Effekte, Granny. Nicht wahr? Oh, danke sehr. Ich bin zurück! Hey, Kumpel, sieh her, ich bin zurück! Hey! Hey, was hast du denn davor, Felsratze? Also, Granny, vielleicht holen Sie sich lieber ein paar Referenzen ein, bevor Sie das nächste Mal einen Schädlingsbekämpfer engagieren. Das war's, Freunde.
Ach ja, dieser berühmte Spruch immer. Ah, und damit beginnen die Credits und ich habe das Spiel durch. Freut mich ganz ehrlich und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und darauf wieder mal ein Trüffel. Ach ja, jedes Mal ein Trüffel, wenn ich jetzt ein Spiel schaffe. Und etwas zu essen. So. Erstmal wieder was über das Spiel. Also wie gesagt, es ist eine Perle meiner Kindheit. Ich habe das früher, ja, ich glaube, die PS1 war ja neben der SNES meine erste Konsole, die ich je gekriegt habe. Und das gehört halt zu den Spielen auch, die ich als erstes gekriegt habe. Und ich habe das damals gespielt. Ist ja klar, als Kind ist es alles ein bisschen komplizierter. Und man kommt damit nicht so ganz klar, aber ich habe es trotzdem geliebt. Und jetzt habe ich es auch wieder mal gespielt. Und ich liebe es immer noch. Es ist einfach nur geil, das Spiel. Es ist wirklich. Also, ich weiß nicht, ob man es mögen würde, wenn man es noch nie gespielt hat und jetzt in diesem Alter, wie ich es bin, spielen würde. Ich glaube, dann würde man sagen, Grafik scheiße, ist viel zu schlecht, viel zu kindisch. Aber da ich das jetzt kenne, seit ich ein Kind bin, würde ich es auch noch spielen, wenn ich 30 bin oder so, würde sagen, das ist geil. Weil ich es einfach, seit ich klein bin, kenne. Genauso wie ein paar andere Spiele, die ich noch irgendwann mal let's playen werde, so Perlen aus meiner Kindheit. Naja, auf jeden Fall. Zum Spiel zu sagen, es ist wirklich toll, die Warner Brothers haben ein schönes Spiel gemacht. Ja, damals hat ja Disney coole Spiele gemacht und auch die Warner Brothers, meiner Meinung nach. Und Portugal, Gilisa Vera oder so, Vera, ist Gisela, Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. So, ja, was könnte ich sonst noch geben? Ich könnte mich bedanken. Und zwar bei allen, die es bis zu diesem Punkt hier das Let's Play verfolgt haben. Wirklich danke, es ist sehr toll, dass ihr das gemacht habt. Ich freue mich wirklich über jedes Kommentar, was worin steht, was ich vielleicht verbessern könnte, was vielleicht gut sogar war. Da gibt es ja, ich weiß, es ist schwer, was zu finden, was gut so ist in dem Part, aber ich freue mich dann immer, wenn sowas kommt wie so Zeitangaben, oh, da hast du was voll geil gemacht oder das war richtig toll. Und dann so Zeitangaben, dann gucke ich so, ja, es finde es auch nicht so schlecht und dann, das freut mich immer innerlich, das ist das, was mich so sehr freut. Und, also danke an alle meine Abonnenten, danke natürlich an all meine Freunde, sowohl echte Freunde, Real-Life-Freunde, als auch Freundschaften durch YouTube, die ich aber eigentlich auch schon als ziemlich enge Freundschaft ansehe, zum Beispiel wieder mal GenKirby89, Carrion259, der Kovork, dann Zelda Großmeister, wen haben wir noch, Elik Char nach Ede, Junge, nee, du? Da war noch jemand. Bin ich der festen Überzeugung? Vielleicht auch nicht. Joseph mit Sam. Baladi Princess, Bugs Bunny und Elmer Fudd. Einer hat Bugs Bunny und Elmer Fudd gesprochen? Passt das zusammen? Na egal, die Credits sind sowieso zu Ende. Und damit würde ich sowieso sagen, Freunde, ich habe genug gesagt und ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Also, Freunde, wir sehen uns in einem nächsten Projekt. Tschüssele!